Schatz? Licht meines Lebens? Meine Damen und Herren, damit begrüße ich euch zu einem weiteren Part von Until Dawn. Weißt du, was mit ihm los? Wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Jess! Ich hab Angst. Süße, bist ich hab du Angst. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Boah. Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein. Mach mir vor allem in die Hose. Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Boah, das ich hatte Angst, sehr. Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du bist also mehr. Na, dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allgemeinsten Erschreckungskünste. Scheiße. Lass uns in Ruhe, bitte. Ich will nicht. So, wir sind mal wieder hier live auf Twitch, ne? Und er wird leider nicht angezeigt. Oben, ne? Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo Waschbären. Jetzt auch nochmal gesagt. So, was meint ihr, wie lange dauert es, bis ich mir das nächste Mal in die Hose mache? Alter, Part 2 Minuten lang. Und ich hab mich so erschreckt. So erschrocken. Was auch immer. Oh nein. Warte einen Moment. So, ich habe bei mir den Spieß ein bisschen lauter gemacht. Bitte nicht. Bitte nicht. Was? Oh, Gillette abgekommt. Hallo? Jemand da? Nein, das war eine schlechte Idee. Alter, lol. Okay, das hat mich jetzt nicht erschrocken, irgendwie. Ganz witzig. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Aha. Okay, da hätte man sich mehr anstrengen müssen. Meiner Meinung nach. Also wäre jetzt so Gillette auf die rausgekommen, dann hätte ich mich richtig erschrocken. Dann wäre das Höschen feucht. Dann wäre das Höschen feucht. Hat was. Genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Kommen wir auch rein? Wollen wir? Please. Der ist doch Santa Claus und sein Rentier da. Please. Oh oh. Ah, da wird gleich mal zerstückelt. Ah, da hinten. Ihr seht das? Dieses Rentier? Wird zerstückelt. Ah. Ah, das ist ekelhaft. Wo es jetzt nicht so schlimm aussieht, aber trotzdem. Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Gleich wird es hochspringen oder sowas. Irgendwas wird jetzt passieren. Hey Mann. Oh mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Oh. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen.
Es ist bald vorbei. Ah. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Alter. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Wer darf hier am Start? Oh oh, das geht ja doch die Scheiße. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Verdammt. Wer darf hier sonst hinterher? Es ist aber gut, dass man so Interaktionen machen kann, während man weg kann. Das ist einfach so eine schnelle Katze. Aber ich muss da halt helfen. Komm schon, wir müssen weiter! Sterben. Komm, schnell rein, schnell rein. Oh mein Gott. Das boah. War... Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Oh, Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Nein, das war Gillette. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, wir kommen garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Die hat keinen Bock mehr. So, was wird jetzt kommen? Was wird... Da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Finde ich aber geil, diese Interaktion irgendwie. Sieh, wie voll witzig, dass du so jenseits der Teil nehmen musst. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Okay, Streichholz. Ah, hier. Was passiert jetzt? Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jesus, weg. Ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich muss die Packung aufmachen, oder? Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? So. Lol. Muss ich mit dem Touchpad Feuer machen. Okay, das ist geil. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt?
glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Ich wollte die ganze Zeit Fiki-Fiki. Vielleicht müssen wir einfach den Sprungwagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool? Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Ich werde abgeguckt. Hilfe. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey! Aua. Bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Okay. Wow. Langsam merkt man, warum das Spiel ab 18 ist. Ich glaube, weniger wegen den ganzen Jumpscares und so. Anna holt uns beim Alberta Junior. Ja, ich suche noch. Was ist das? Ach, egal. Soll mir egal sein. Alter, nimm doch einfach die Decke hier. Die Decken. Ja, bin schon unterwegs. Alter, was ich jetzt hier sofort rausgeworfen. Sofort den Bären und die Adaptiz zum Füttern gegeben. S'il vous plaît, madame. Verdammt. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Die Adaptiz kommt. Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes. Jetzt kommt er. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Verdammt. Verdammt, er kommt jetzt. Er kommt. Doch selber nach. Nein, ich will nicht. Wo kam das denn?
Wo kam das Geräusch? Eine Frage, weiß das vielleicht jemand? Kann man dieses Spiel beenden, dass alle sterben? Also bei mir sind jetzt ja schon Hannah und Beth gestorben, ne? Wahrscheinlich Jess wird auch der sterben. Oh verdammt. Geld ab dich da. Lol. Das ist Handy. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, erst. Verdammt. Gleich wird Gillette Abdi nehmen und so richtig rausziehen. Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Nein, das ist Gillette Abdi. Ja, die meisten sollten eigentlich wissen, dass Gillette Abdi der Typ ist. Ja! Penner! Der ich meine euch! Ich hab ihn so genannt. Ich weiß, dass Messer. Ihr da seid! Oh, verdammt! Nein! Nein! Soll das sein? Könnt ihr uns nein! Weil Martin und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex! Und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Oh, die. Ah, das war in einem Totem! Scheiße! Das war in einem Totem, oder? Krass! Ah! Nein! Nein! Ah! Ah! Ekelhaft. Ah, gut, dass dieses Spiel nicht alles zeigt. Oh mein Gott, Alter. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten das rausfinden. Oh, mein Herz. Oh, ich bekomme gleich Herzinfarkt. Nein, ich weiß nicht, heute bin ich nicht so erschreckt. Heute erschreckt mich irgendwie nicht sehr viel, aber... Ah, das ist irgendwie abartig auch. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Was ist denn Seance? Kann mir das bitte jemand sagen? Josh, oh, was ist denn hier? Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, was für eine Intelligenzbestie. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, nein, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Oh, eine Bewachungskammer. Weil dieser Psychiater gesagt hat. So, vor welchen Sachen du Angst hast, jetzt kommen Spinnen. Ich finde Spinnen überhaupt abartig, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht so mega Angst davon. Oder davor. Oh. Wow. Aha. Was? Wow, was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich... Die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Oh mein Gott, Alter. Heilige Scheiße. Schlepp ab die. Was ist mit dir los? Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Okay. Was ist hinter der Tür? Oh, was war das?
Intro kommt gleich ein Jumpscare. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Ja. Wenn ja, dann wäre das... Also, ich habe überhaupt nicht gedacht, gesehen. Was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Josh. Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Kein Minispiel. Ash! Ash! Alter, aua! Was war das? Killer-Clowns am Start. Alter, wer ist der Typ? Das ist ein Schlettabdi, ja? Okay, Schlettabdi ist ein Killer-Clown. Alter, was hat der vor? Das ist irgendwie voll lustig aus, diesen Hausmeister-Killer-Clown. Also, das ist wahrscheinlich Schlettabdi in Person. Alter, spiel ich jetzt einfach als ihn? Spiel ich jetzt als den Killer-Clown, Gillette Optik?